Heute startet die Season zum 30. Geburtstag im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Heute ist der 6. März und heute beginnt die Celebration zum 30. Geburtstag hier im Disneyland Paris. Hallo. Ja, gut, super. Vielen Dank auch. Direkt der Jogger hat heute ein Video direkt gecrashed. Ja, heute zeige ich euch natürlich nochmal, gebe euch einen Rundumblick, was wir alles zum 30. Geburtstag hier im Disneyland Paris erwarten können. Heute gibt es vielleicht Turkey Legs, Mickey Bars. Wir versuchen Minnie in ihrem tollen neuen Schlafanzug zu treffen. In dem Stella McCartney Designerstück, wo was für mich aussieht wie ein Schlafanzug. Aber wir gucken uns natürlich das nochmal in real an. Ich habe natürlich auch schon heute das neue Merchandise an. Die Ohren und den Spirit Jersey, den man gerade nicht sieht. Und ja, wir gehen jetzt erstmal zu Starbucks, uns einen Kaffee holen. Und dann in den Park. Vielleicht gibt es auch schon neue Meet and Greets mit den neuen Kostümen der Charaktere. Wer weiß. Auch das Disney Village ist bereits dekoriert zum 30. Geburtstag. Ihr seht hier die Banner. Die 30 ist hier überall vertreten. Und so bekommt man schon mal, so kommt man schon mal in gute Stimmung für die Feierlichkeiten. Und auch auf dem Weg zum Disneyland Park habt ihr überall Banner mit verschiedenen Charakteren. Hier zum Beispiel Schneewittchen. Oder da Elsa. Unser erstes To-Do am Morgen. Charaktere knuddeln. Ja, seit dieser Woche darf man das ja wieder. Charaktere in den Arm nehmen, neben sie stellen. Also einfach Fotos ohne Distanz machen. Und darauf freue ich mich sehr. Und ja, hier, am Morgen ist es Winnie Pooh. Es gibt zurzeit noch keine Charaktere extra zum 30. Geburtstag. Vielleicht ändert sich das, aber es wurde auch nichts angekündigt. Aber Mickey und Minnie sind wieder am Bahnhof in ihren tollen Kostümen. Die zeige ich euch gleich auch nochmal, denn wir wollen gleich nochmal Ballons kaufen. Die gibt es nämlich auch extra zum 30. Geburtstag in einem neuen Design. Hat sie Minnie gesagt? Ich meine, sie meinte wohl Winnie. Ja, das ist ja wohl der Moment für Simone. Nach 2 Jahren das erste Mal wieder einen Charakter zu knuddeln. Nee, er wollte dann doch nicht so. Ja. Das war's. Und jetzt natürlich dann auch noch mit dem Handy. Jetzt wird getauscht. Binas Part. Und zack, da war sie, die Umarmung. Bina ist nicht so voller Worte. Genau. Yeah. No, he's only the camera guy. I'm only filming. Natürlich das Gruppenfoto noch. Aber ohne mich, ihr wisst ja, ist nicht so meins. Oh je. Thank you. Eigentlich hatten wir geplant, uns nochmal für das Merchandise anzustellen. Aber die Schlange ging ja gestern schon in die Arkade rein und heute geht sie bis ans Ende der Arkade. Also, wir schauen mal später, ob weniger los ist. Wir haben jetzt schon die Ballons gekauft. Da ist Minnie. Eigentlich sieht sie aus wie vorher, nur Minnie hat eine Holoschleife und das 30er Logo. Und Mickey hat am Ohr noch mal das 30er Logo. Das zeige ich euch jetzt. Ja, hier ist Mickey und 30er Logo. Die Schaufenster sind auch dekoriert zum 30. Geburtstag mit verschiedenem Merchandise. Ja, noch nicht zum 30. Also es ist festlich dekoriert zum 30. aber das Merchandise ist im Prinzip dasselbe.
Es ist leider immer noch so, dass ja, das Merchandise bisher nur in Floras Boutique verkauft wird. Ich hoffe, das ändert sich bald, weil dieser Ansturm ist wirklich furchtbar. Ja. Aber die Schaufenster sind wirklich sehr schön. Bei dem Ballon heute. Passend zum Start gibt es natürlich heute auch schon die Snacks. Es gibt irgendwie einen Mickey Berliner für 4,50 Euro. Einen veganen Cookie, das ist glaube ich auch neu. Ein Muffin zum 30. Geburtstag. Ein, weiß ich nicht was, ein Madeleine, was auch immer das ist. Und extra Becher. Gibt's hier bei der Bäckerei. Und hier bei The Gibson Girl, wo wir gestern noch Waffeln bekommen haben. Ob es jetzt immer noch Waffeln gibt, wissen wir nicht, aber es sieht wohl nicht so aus. Gibt es jetzt das neue Eis? Stitch, Lotso, Donald und das in der Mitte Karl und Ellies Eis, also oben. Mal gucken, ob die hier wirklich so aussehen. Vielleicht holen wir uns heute einen zum Teilen, oder Brina? Ja. Das Victoria's ist frisch renoviert und macht heute auf mit den neuen Snacks Küchlein. Cocktails zum 30. Geburtstag. 6 Euro kostet hier dieser Fresh Pink Lemon. Okay, es ist eine Limonade, es ist kein Cocktail. Und dann gibt es hier noch die Küchlein. 3 Stück für 6 Euro und 5 Stück für 9 Euro. Es gibt auch schöne neue Eintrittskarten oder in dem Fall Mastercard-Tickets mit dem 30. Geburtstagsdesign. Mickey, Minnie, Pluto und Donald habt ihr, ne? Ja. Sehr schön. Ich habe tatsächlich die andere Seite vergessen zu filmen bei Victoria's und es ist gerade sehr laut, weil die Show gerade läuft und ich mich kaum selbst verstehe. Es gibt noch einen Milkshake mit dem 30er-Jahre-Logo und einem Muffin für 13 Euro. Ihr habt das neue Menü bei Victoria's gesehen, also echt der Wahnsinn. Es macht aber leider erst um 13 Uhr auf und unser Programm ist heute so straff. Das heißt, wahrscheinlich werden wir es heute nicht schaffen. Vielleicht in 3 Wochen, wenn ich wieder da bin. Ansonsten, ihr seht hinter mir, beginnt die Schlange für den Merchandise-Shop. Wir haben eben jemanden getroffen, er hat 2,5 Stunden gewartet. Das ist ja fast wie ein Popcorn-Eimer. Wollte ich gerade sagen, im Figment. Figment, Popcorn-Eimer. Da wartet man 6 Stunden hier fürs Merchandise. 2,5. Es ist absoluter Wahnsinn. Wir fragen uns die ganze Zeit, warum packen die das Merchandise nicht in den anderen Shop rein, damit sich das so ein bisschen Crash von den Ballons, damit sich das so ein bisschen verteilt. Das ist echt Wahnsinn. Ich möchte euch heute mein Outfit mal demonstrieren, denn es passt heute perfekt zum 30. Geburtstag.
natürlich die neuen Ohren, die es hier zu kaufen gibt, den neuen Spirit-Jersey und passend dazu diesen wunderschönen Rock von der Steffi. Die hat ganz, ganz viele Designs. Ich packe euch ihren Link gerne unten in die Infobox. Schaut bei ihrem Shop vorbei. Perfekt. Wir wurden schon so oft angesprochen, wo wir hier diesen Rock haben. Schaut bei Steffi vorbei. Wir haben gefunden, wo es den Turkey Leg geben soll. Denn ihr könnt es lesen, soon available. Das ist natürlich wieder typisch Disneyland Paris. Man weiß nicht wann, aber er kommt irgendwann. Vielleicht, ja, wenn wir in 3 Wochen hier sind. Also so appetitlich, muss ich sagen, sieht er leider nicht aus. Aber ja. Besser wie in Amerika. Findest du? Ja. Also Amerika sieht ja überall noch das rosane Fleisch. Ah, ich weiß nicht. Ich muss mir den mal in live angucken. Ja. Irgendwann mal soon. Ja, hier im Last Chance Café im Frontierland. Und hier im Frontierland gibt es nochmal neue Snacks. Also ich brauche wahrscheinlich ein Jahr, um alle Snacks zu probieren. Wir haben ein Crunchy Cheesecake Pop, ein Mickey oder Minnie Shortbread Magical Lollipop. Hier sitzt sie hier, immer schön lila. Ein, würde sagen, Mickey Berliner. Neuen Popcorn Buckets gibt es auch. Muffin und mit Tomate Olive, ist ja auch sehr interessant. Mal Deftiges und die Souvenirbecher. Weiter geht's mit der Snacksuche. Am Cool Post hier im Adventureland gibt's Waffeln. Whip mit Sahne, Marshmallows oder Nutella und Marshmallows. Das Eis gibt's hier auch. Und wieder diesen Berliner. Wir mussten uns direkt noch was zum Frühstücken holen. Und zwar ja, die Mickey-Waffeln für 5 Euro. Gibt keinen Jahreskartenrabatt. Gibt's mit Sahne oder Nutella. Und mit Marshmallows und hier so einer kleinen Schokolade zum 30-jährigen Geburtstag. Und perfekt zum Teilen, denn wir sind zu dritt und da kommt der Ballons wieder. Also ich muss sagen, diese Waffeln waren sehr, sehr lecker. Also kann ich ganz klar empfehlen. Ein neuer Frühstücksfavorit hier für uns. Sehr, sehr lecker. Kann ich ganz klar empfehlen. 5 Euro, kann man auch nichts falsch machen. Kann man sich super auch teilen. Hier bei Cool Post. Und noch eine Walt Disney World Neuheit hier eingetroffen in Disneyland Paris. der Pineapple Dole Whip. Ja, tatsächlich. Was? Ach, mal den Becher drehen. Ja, es ist Wahnsinn. Huch! Für 5 Euro günstiger als in Walt Disney World. Das ist ein riesen Pot hier. Für mich leider zu kalt. Ich werde vielleicht mal irgendwo probieren. Aber gibt's jetzt auch. Ja, ich habe mir gerade einen Löffel geschnappt und bei Sven probiert. Es ist wirklich ein leckeres Wassereis, würde ich sagen. Groß, also im Sommer würde ich mir das wahrscheinlich auch holen, aber jetzt im Winter ist mir zu kalt, aber es ist schon lecker. Sagen alle. Kann man mal machen, aber am besten teilen, wenn man sich das mit einem Löffel... Dann ist das schon mal nichts. Der muss alleine essen. Sogar die Getränkeflaschen haben die 30. Geburtstag. Die 30. Geburtstag, Thematisierung. Hier die Cola-Flasche, die Wasserflaschen sind auch thematisiert. Sogar Coca-Cola. Coca-Cola feiert sogar mit. Steffi war gerade auch noch fragen. Die Ballons, die wissen immer, wenn ich on air bin. Die gehen nämlich immer, kommen dann immer. Also Steffi war gerade fragen, das ist der originale Dole Whip aus Amerika, denn er ist auch vegan. Also Dairy-free, ohne Fleisch. Ja, also der Wahnsinn. Alles kommt hier rüber, über den Atlantik. Wir wechseln jetzt tatsächlich mal den Park. Die Show läuft wieder und es ist heute sehr, sehr voll. Wir wollten tatsächlich gerade die Show gucken, aber von der Dreiviertelstunde hat man keinen guten Platz mehr bekommen. Und wir gucken uns die Show dann um 3 Uhr an. Wir gehen jetzt in die Studios, denn da treffen wir Minnie in ihrem Stella McCartney Outfit. Ich sage dazu Schlafanzug, aber die ist noch bis Ende März da und deswegen gehen wir jetzt in die Studios. Wir haben noch einen kleinen Zwischenstopp für Fotos gemacht. Während der Show, links vom Schloss, laufen ja dann die Fontänen. Und da kann man dann wirklich schöne Fotos machen. Mit Regenbogen heute, weil die Sonne geschienen hat. Ja, kann man richtig schön machen. Der Wind ist heute sehr eisig. Und wir sind gerade am Town Square vorbeigelaufen. Da standen Mary Poppins und Bert.
Und das sind ja dann im Prinzip Face-Charaktere. Das bedeutet, ja, die haben, also man sieht deren Gesicht und die reden ja mit einem. Und bei denen muss man natürlich noch Abstand halten. Ja, also die darf man noch nicht knuddeln und neben den stehen. Da gibt es immer noch Distanz zu den Charakteren beim Foto. Auch in den Studios ist ein bisschen dekoriert worden für den 30. Geburtstag. Hier ein großer Mickey mit dem Logo. Da haben sie in die Studios geschafft und Minnie findet ihr im Studio Theater. Hier steht es auch, Minnies Fashionista Selfie Spot. Klingt ja richtig cool. Ja, hier seht ihr auch die Uhrzeiten und wie gesagt nur bis Ende März. Ja, das wird leider nichts mit Minnie. Die Schlange ist voll. Weder mit Green Card noch normal kann man sich anstellen. Es wurde uns gesagt, eine Stunde mindestens vorher hierher kommen. Obwohl ja heute die Feierlichkeiten offiziell angefangen haben. Man kennt es von Disneyland Paris, sie brauchen ein bisschen. Die Turkey Legs, haben wir gerade die Info von Inside Ears bekommen, kommen erst ab 12. März. Die Show hier in den Studios Mickey and a Magician, huch, jetzt fliegt schon meine Tüte weg, startet erst ab 23. April. Ja. Also dauert noch ein bisschen, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber die Show ist wirklich lohnenswert. Also ab 23. April Mickey and the Magician hier in den Walt Disney Studios. Ansonsten macht noch das Waltz auf. Wir haben gestern die Info bekommen, erst ab 12. April. Was seltsam ist, denn ich habe ja diese Woche für den 11. April reserviert und eigentlich konnte man ab dem 6. April reservieren. Ob die Reservierung jetzt hinfällig ist, wissen wir nicht, denn ja, es ist immer noch in der App. Wir müssen uns überraschen lassen. Reservierung für den 12. und 13. haben wir leider nicht mehr bekommen, wenn wir hier sind. Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Moment, das Toads macht ja auch noch auf. Das wird jetzt das neue vegetarische Restaurant. Jetzt muss ich mal gucken, wann das aufmacht. Da habe ich mir gestern nämlich einen Screenshot zugemacht, damit ich euch das auch sagen kann. Am 6. April macht das Toads auf. Da wird es vegetarische, vegane Optionen geben und Fish and Chips. Ja, komische Mischung, aber dann ist für jeden was dabei. Werden wir natürlich an dem Wochenende, es ist ja kein Wochenende, wo wir hier sind, vom 11. bis zum 13. April sind wir hier. Also werden wir auch das Toads testen. Ja, auf die Deko bin ich ja gestern schon etwas länger eingegangen. Deswegen in diesem Video zeige ich euch sie ganz kurz. Extended Version gibt es im Video von gestern. Wir warten hier so viele Menschen, die fahren einfach weg. Wir sind einmal rumgefahren und tschüss. Was macht ihr jetzt? Die TikTok Disneyland Paris Challenge. Ja. Also erstmal. Glück. Yeah.
Daniel, zeig nochmal. Ja, die Arme dazu. So, komm, zeig mal die Arme dazu. Ja, so die Arme. Wir haben für euch einen neuen Magic Shot entdeckt zum 30. Geburtstag mit Mickey und Minnie. Sieht echt schön aus. Für uns geht jetzt endlich was essen. Die Show läuft jetzt wieder mit Showstopp. Keine Ahnung, was vorhin los war. Hatten wir einfach Pech. Aber jetzt geht es erst zum Essen und ich hoffe, dass es etwas zum 30. Geburtstag gibt. Dessert. Macarons, es gibt Macarons. Hast du schon gesehen? Nee, hat der Dennis gesagt. Dennis? Wenn es nicht da ist. Dennis, wenn das jetzt gelogen ist, dann gibt es aber Ärger. Ja, ich bin ja ganz begeistert. Wir sind jetzt hier im Plaza Gardens und hier ist alles zum 30. Geburtstag thematisiert. Es gibt schöne Platzdeckchen, die Servietten haben das Logo. Aber wie kommen die an diese Cocktails? Ich glaube, ich muss mal gleich mal fragen. Ja, es gibt Cocktails seit neuestem hier im Plaza Gardens, die gab es vorher noch nicht. Zum 30. Geburtstag mit Alkohol 15,50 Euro. Fruity de Mar oder so? Nee. Fruity de Mar. Nein, irgendein Fruchtcocktail und ohne Cocktail, sage ich schon, ohne Alkohol für 10,50 Euro. Wir müssen den eigentlich mal probieren. Und es gibt auch noch Wein. Wir fangen an mit den Vorspeisen. Der Kevin holt sich jetzt hier schon einen leckeren Salat. Mit Blüten. Wahnsinn. Wir haben hier einen Spinatsalat mit Tofu und Ananas. Die Salate, hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, ich wollte euch nur zeigen, was besonders zum 30. Geburtstag gibt. Was haben wir hier für eine Suppe? Wir haben eine Maronensuppe. Hähnchen ist auch dabei. Das ist, glaube ich, Kalb. Ja. Nudeln, also eigentlich wie beim letzten Mal auch, muss ich sagen. Das ist neu zum 30. Geburtstag, weil die haben diese, Mickey-shaped Kartoffeln. Ja, also alles, was so einen lilanen Rahmen hat, ist extra zum 30. Geburtstag. Und das Dessert natürlich auch. Hier einmal Minnie und Mickey. Wird natürlich gleich alles, da geht's noch weiter. Da gibt's auch noch was, Moment. Gibt's auch noch was zum 30. und Macarons. Ich flipp aus. Ja, hier ist einmal, weiß nicht, was es ist, was mit Schokokaramell und die Macarons zum 30. Geburtstag. Die habe ich euch ja gerade am Buffet gezeigt, die Kartoffel-Mickeys. Und das Gemüse ist sogar in Mickey-Shape. Das Gemüse ist in Mickey-Shape, Rina. Hat sie nicht gesehen. Ja, die Zucchini und die Karotten in Mickey-Shape. Warum? Da ist das Kinder lieber. Ja, natürlich, aber was ist das mit den überschüssigen Würmern? Also so werden die. Das machen sie in die Suppe rein oder so.
Oder in den Salat. Ja. Guten Appetit. Ja, nochmal ein genauer Blick auf das Dessert. Ich weiß auch nicht, was hier über Nacht passiert ist beim Dessert in Paris. Auf einmal gibt es hier den geilsten Scheiß. Dessert, alles 30. Geburtstagsdessert, Macarons. Daniel ist ganz aus dem Häuschen. Ja, achso, das musst du mal erzählen. Daniel, das musst du mal erzählen. Das haben sie ja bei mir nicht gesehen. Das können sie ja bei dir sehen. Es ist der absolute Knaller gewesen. Ich dachte, ich kaufe ein Eis. Und es ist überhaupt gar kein Eis gewesen. Es war... Es ist einfach so... Es ist so toll. Ihr müsst es hören. Ihr müsst zur Old Mill gehen. Ihr bestellt euch so ein kleines Eis, was gar kein Eis ist. Ich bin schon sehr, sehr misstrauisch geworden, weil es wurde auf einer Etagere geliefert. Und da konnte ich mir dann einfach eins wegnehmen. Da dachte ich, okay, Eis, schon schwierig. Hab dann natürlich erstmal Instagram machen müssen, filmen. Dann kamen die anderen alle, musste dann auch in die Hand nehmen. Und da dachte ich, das schmilzt ja gar nicht. Es ist nicht geschmolzen. Und dann dachte ich, okay, probierste. Hab dran geleckt. Und hab aber so vorsichtig dran geleckt wegen Gehirnfrost. Ihr kennt das? Sag nicht. Und dann habe ich gemerkt, das ist überhaupt gar kein Eis, das ist Mousse. Und war was war das denn für eine Mousse? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall rosa Koppel. Es war so, es heißt irgendwas mit Exotik. Also es hat ein bisschen vanillig geschmeckt, aber auch so ein bisschen fruchtig. Ich weiß es nicht, war halt Purple. Und dann ging es weiter. Ich habe mich dann die Sache runtergeleckt. Dann habe ich gemerkt, dass die Waffel nicht nur eine Waffel war, sondern die war mit weißer Schokolade ausgekleidet. Das war schon richtig geil. Und als ich unten mit dem Lecken fertig war, war so hoch, kleine Ananasstückchen drin. Ich muss die Ü18-Zensierung hin. Nein, die Leute wissen, dass ich das meine. Es war ohne Witz, geht zur Old Mill und kauft euch dieses Dessert. Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann müsst ihr bei Daniels Vlog vorbeigucken. Ja, da gibt's das fertig geleckt. Was hat es gekostet? 6 Euro. 6 Euro. Das war jeden Cent wert. Hole ich mir dann in 3 Wochen. Auf deine Empfehlung. Ja. Daniel, putz jetzt mal hier den Tisch. Meine Sonnenbrille. Ja, wir haben gleich 19 Uhr. Wir warten eigentlich noch. Aber ich wollte euch kurz... Jetzt geht's los. Wir kriegen jetzt nämlich den Kuchen. Wir haben nicht Geburtstag, aber Prinas Schwester hat Geburtstag. Und ab heute gibt's ja den neuen Kuchen. Minimausform. Oh. Da ist er. Ich zeig euch den gleich. Da ist der neue Kuchen, den es ab heute jetzt gibt. Zum 30. Geburtstag in lila Minimaus. Gibt es eigentlich auch eine Mickey-Version davon? Weiß man nicht so genau. Ja, mit dem 30er-Jahre-Logo. Sehr schön. Mal gucken, wie er gleich von innen noch aussieht. Kuchen! Ja, da war der Geburtstagskuchen. Und zum Essen, es war wirklich wieder sehr, sehr lecker hier. Die neuen Desserts sind grandios, die sind natürlich nicht so süß. Macarons sind super lecker. Also kann ich ganz klar empfehlen, hier zum Plaza Garden zu kommen. Ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Gemütlich sitzen, etwas trinken. Und ja, jetzt geht's gleich noch zur Delight Illuminations und Afterglow Show. Shows. Gleich tropft der Wachs runter. Der Wachs? Sag mal wieder das Artikelproblem. Wir haben tatsächlich jetzt denselben Platz eingenommen wie gestern für Delight Illuminations und Afterglow. Ja, die Afterparty, also die Show nach Illuminations, hat auch einen Namen, und zwar Afterglow. Ja, haben wir uns wieder positioniert, also so ein bisschen rechts vom Schloss. Sieht man die Drohnen ganz gut. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich, das nochmal zu sehen. Denn es war gestern schon sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist sehr, sehr kalt gerade. Es zieht und wir müssen ja gleich noch nach Hause fahren. Wir bleiben ja nicht noch eine Nacht. Das habe ich natürlich auch noch nie gemacht. Also ich habe ja schon mal einen Tagestrip gemacht. Aber ich bin noch nie nach Illuminations erst nach Hause gefahren. Der Park, also Illuminations ist um 8, bis wir dann am Hotel sind und losgefahren sind. Ich war 9:30, 10. Und dann noch 5 Stunden heimfahren. Und ich muss natürlich morgen arbeiten. Ich kann zwar ein bisschen länger schlafen, weil ich im Homeoffice arbeite, aber trotzdem muss ich morgen arbeiten. Naja, aber es ist ein ganz besonderes Wochenende und der Disney in Paris wird ja nur einmal 30, ne? Obwohl er ist noch nicht 30 geworden ist. Erst am 12. April. Dauert noch ein bisschen, aber die Feierlichkeiten haben schon angefangen. So, genug geschwätzt. Wir warten jetzt noch ein Stündchen, ein bisschen weniger als ein Stündchen. Dann geht's los. Und dann gibt's nochmal ein Resümee, ein Fazit von mir. Without you, and I got it in my head night and day. Oh.
wake me from this dream I've been in. I need to get in closer to you. I swear you might exceed. Wir kämpfen uns jetzt hier aus der Menge raus und war wieder sehr, sehr schön, die Drohnenshow zu sehen. Afterglow ist super. Ich werde tatsächlich die Afterglow-Show auch noch hochladen, aber separat, denn ja, die Musik ist urheberrechtlich, hier geht es ja auf Pieps, die Musik ist urheberrechtlich geschützt und deswegen möchte ich die in die Vlogs nicht reinpacken, aber einzeln kann ich sie gerne mal hochladen. Ja, also auf jeden Fall bleibt bis nach Illuminations. Da sind viele Leute gegangen nach Illuminations, weil sie nichts mehr erwartet haben. Und das Highlight kommt tatsächlich noch am Ende. Also die Party, es ist wirklich Partystimmung. Ich war live auf Insta und die Leute haben echt gefeiert. Kam sogar durch die Kamera durch. Ansonsten habe ich euch hoffentlich einen guten Einblick gegeben zum 30. Geburtstag. Zum Merchandise. Es kommt auf jeden Fall noch mehr Merchandise. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe ja ein neues Merchandise. Ein aktuelles Merchandise-Video hochgeladen. Schaut da gerne mal rein, ich verlinke euch gerne bei dem i. Wie gesagt, da habe ich das aktuelle Merchandise gefilmt. Ich bin in 3 Wochen wieder da. Und wenn es neues Merchandise geben sollte, filme ich das gerne nochmal für euch ab. Inklusive Preise. Also ich bin zum Jahreskarten-Event wieder hier in 3 Wochen mit der Nina. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was, ich muss mal den Arm wechseln, was Disneyland in Paris dann so auf die Beine stellt. Wir haben ja hier und da schon was gehört. Aber in den nächsten Wochen kommt noch das Programm. Das erzähle ich euch dann in meinem nächsten News-Video. Ja, ansonsten Deko, Gardens of Wonder, habe ich euch ein bisschen was gezeigt. Alles super toll und ich bin echt überrascht über die Snacks. Also Disneyland Paris hat echt aufgefahren, was Snacks und Essen angeht. Haben schon ein bisschen was von Walt Disney World abgeguckt, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt nach Hause fahren, 5 Stunden. Ich denke, ich bin so gegen 3 Uhr nachts zu Hause. Wird ein harter Tag morgen, aber so ein Wochenende erlebt man ja nicht jedes Mal. Und ich muss sagen, die Stimmung an diesem Wochenende war grandios. Wir hatten tolles Wetter, alle Castmember, alle waren wirklich gut gelaunt. Die Sonne hat natürlich ihr Gutes beigetragen. Wir hatten wirklich Spaß. Es war heute sehr voll, aber das kann man erwarten an so einem Tag. So, jetzt genug. Wir laufen jetzt zum Sussex Lodge und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!